Es ist der 30. Januar 1933. Adolf Hitler wird zum deutschen Reichskanzler ernannt und will die deutsche Herrenrasse im sogenannten Rassenkrieg zum Sieg gegen die von ihm als minderwertig angesehenen Völker, vor allem Juden, führen. Propagandakampagnen dämonisieren die Juden, schaffen eine Atmosphäre, in der Gewalt gegen sie gebilligt wird und bereiten die deutsche Bevölkerung auf härtere Maßnahmen vor, auch Massendeportationen und schließlich Genozid. Eine der mächtigsten Figuren in der NSDAP ist Hermann Göring, dessen Ehefrau die propagandistisch wichtige Rolle einer First Lady einnimmt, da Hitler bis zum Ende seines Lebens unverheiratet blieb. So vertrat sie das Dritte Reich bei Empfängen, Bällen und Staatsbesuchen. Obwohl sie sich aller Gräueltaten des NS-Regimes völlig bewusst war, wird sie nie aufhören, ihren Mann zu unterstützen, mit dem sie zu einer der Hauptnutznießerinnen der Beschlagnahmungen von Kunst und Vermögen aus dem Besitz von Juden und anderer vom NS-Regime als Feinde betrachteter wird. Während Millionen jüdischer Menschen im von Deutschland besetzten Europa ermordet werden, führt sie als Ehefrau eines der reichsten und mächtigsten Männer ein pompöses Leben. Umgeben von gestohlenen Kunstschätzen, die von ermordeten Juden geraubt wurden, lebt sie im Stil einer adligen Familie. Ihr Name war Emmy Göring. Emmy Göring wurde am 24. März 1893 in Hamburg im damaligen Deutschen Reich als Emma Johanna Henny Sonnemann geboren. Ihre Eltern waren die wohlhabenden Besitzer einer Schokoladenfabrik und nach der Schulzeit hatte Emmy, die eine ausgebildete Schauspielerin war, Engagements in Hamburg, München, Wien, Stuttgart und Weimar. 1916 heiratete sie ihren Schauspielkollegen Karl Köstlin. Die Ehe endete allerdings 1926 in einer Scheidung, weil, wie Emmy später sagte, sie und Köstlin schnell merkten, dass sie besser als Freunde waren. 1932, ein Jahr bevor Adolf Hitler und die NSDAP an die Macht kamen, traf Emmy Hermann Göring, dessen erste Frau Karin von Kantzow ein Jahr zuvor gestorben war. Obwohl Göring noch um seine erste Frau trauerte, verliebten sich die beiden und als Reichstagspräsident verlieh er Emmy im Herbst 1934 den Titel einer preußischen Staatsschauspielerin und verschaffte ihr ein Engagement im Preußischen Staatstheater in Berlin. Emmy verließ das Berliner Staatstheater 1935, im gleichen Jahr, als sie und Hermann Göring heirateten. Die Hochzeit wurde im großen Stil und mit viel Pomp gefeiert. In der Nacht zuvor gab es einen Empfang im Berliner Opernhaus und in der Nacht des Empfangs und am Tag der Zeremonie, bei der Hitler Trauzeuge war, flogen Kampfflieger darüber hinweg. Ihr einziges Kind, Edda, wurde am 2. Juni 1938 geboren. Ihr Vater erhielt über 600.000 Glückwunschnachrichten aus der ganzen Welt zur Geburt seiner Tochter. Da Emmy schon 45 Jahre alt war und Hermann während des Bürgerbräuputsches in die Leiste geschossen wurde, sprach man von einer Jungfrauengeburt. Julius Streicher, der Herausgeber der antisemitischen Zeitung Der Stürmer, behauptete sogar, dass Hermann Göring impotent sei und seine Tochter Edda das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung. Edda wurde am 4. November 1938 in Karinhall getauft, Görings Landsitz, mit Adolf Hitler als Taufpaten. Hermann Göring feierte die Geburt seiner Tochter, indem er 500 Flugzeuge über Berlin fliegen ließ und erklärte, es wären 1000 Flugzeuge geflogen, wenn es ein Sohn gewesen wäre. Weihnachten 1938 trat Emmy Göring in die NSDAP ein. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Emmy Göring bei vielen Staatsempfängen Gastgeberin an Hitlers Seite. Dies und ihr Anspruch, die First Lady des Reichs zu sein, ein Titel, den sie mit Magda Goebbels, der Ehefrau vom Reichspropagandaminister Josef Goebbels, teilen musste, führte zu einer Feindseligkeit zwischen ihr und Hitlers zukünftiger Ehefrau Eva Braun, die Emmy offen verachtete. Hitler erteilte daraufhin Hermann Göring wütend Anweisungen, dass Emmy Eva respektvoller zu behandeln habe, was jedoch nicht geschah. Als Ergebnis wurde Emmy nicht mehr in Hitlers bayerisches Refugium, den Berghof, eingeladen. Auch Helene von Weinmann, eine deutsche Opernsängerin, mochte Emmy nicht. Zu den Gerüchten, dass Emmy in ihrer Jugend als Prostituierte gearbeitet habe, sagte Weinmann über ihre ehemalige Kollegin: Diese Angeberin, ich kannte sie schon, da war sie noch keine First Lady und für 2,50 Mark und eine Tasse Kaffee zu haben.
Weinmann wurde daraufhin misshandelt, inhaftiert und erst 1943 entlassen, als sie schwer erkrankt war. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als NS-Deutschland Polen überfiel. Hermann Göring befehligte bei diesem Angriff auf Polen und den darauffolgenden Angriffskriegen die deutsche Luftwaffe. Als Ehefrau eines der reichsten und mächtigsten Männer in Europa bekam Emmy viel öffentliche Aufmerksamkeit, wurde ständig fotografiert und genoss einen verschwenderischen Lebensstil. Ihr Ehemann besaß Villen, Ländereien und Schlösser in Österreich, Deutschland und Polen und war einer der Hauptvorteilsnehmer der Konfiszierung von Kunst und Vermögen von Juden und anderer vom NS-Regime als Feinde erachteter. Die Tatsache, dass all dieser Luxus gestohlen war, störte Emmy nicht und auf ihrem Anwesen Karin Hall führten sie und ihr Ehemann das verschwenderische Leben einer aristokratischen Familie. In Karin Hall ließ Hermann Göring eine 34 Meter lange Halle bauen, die er die Große Galerie nannte, wo er die wichtigsten Stücke seiner Sammlung ausstellte, die ab 1939 aus Privatsammlungen und Museen geplündert wurden. Göring verfolgte die Juden vor allem nach den Novemberpogromen von 1938 und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den besetzten und eroberten Gebieten. Seine Interessen waren vor allem wirtschaftlich, wie man an ihr Eigentum kam und wie man sie aus dem wirtschaftlichen Leben in Europa ausschließen könnte. Göring arbeitete eng mit dem Einsatzstab Rosenberg zusammen, einer Organisation, deren Aufgabe die Plünderung von Kunstwerken und anderem Kulturgut aus jüdischen Sammlungen, Bibliotheken und Museen aus ganz Europa war. Angeführt wurde er vom Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, der das Unternehmen aus dem Parteibüro für auswärtige Angelegenheiten ausleitete. Die Spezialeinheit richtete eine Sammelstelle und ihr Hauptquartier in Paris ein. Das Pariser Museum Jeu de Pomme wurde als Lagerhalle für die von den französischen Juden beschlagnahmten Kunstwerke verwendet. Göring besuchte es zwischen 1941 und 1944 etwa 20 Mal und schickte einen Sonderzug nach Karin Hall und in seine anderen Anwesen. Allein aus Frankreich wurden etwa 26.000 Waggons voller Kunstschätze, Möbel und andere Beutestücke nach Deutschland geschickt. Der geschätzte Wert von Görings Sammlung, die über 1500 Stücke umfasste, lag bei schätzungsweise 200 Millionen, was heute 3,6 Milliarden US-Dollar entspräche. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa war Hermann Göring schwer drogenabhängig und konsumierte 3 bis 4 Körner Morphin pro Tag, was etwa 194 bis 260 Milligramm entspricht. Am 23. April 1945 schickte er ein vorsichtig formuliertes Telegramm, in dem er Hitler fragte, ob er als Führer Deutschlands übernehmen könnte und betonte, dass er das nur als sein Stellvertreter tun würde. Er fügte hinzu, dass er, wenn Hitler nicht bis 10 Uhr am selben Abend antwortete, davon ausginge, dass Hitler in der Tat seine Handlungsfreiheit verloren habe und er die Führung des Reiches dann übernehmen würde. Wütend antwortete Hitler Göring und drohte ihm damit, ihn wegen Hochverrats hinrichten zu lassen, wenn er nicht sofort von allen Ämtern zurücktrete. Göring erkannte, dass seine Lage unhaltbar war und trat zurück. Anschließend befahl Hitler der SS, Hermann Göring mit seiner Frau und Tochter sowie ihrem gesamten Personal auf dem Obersalzberg unter Hausarrest zu stellen. Hitler und seine Ehefrau Eva Braun begingen am 30. April 1945 Selbstmord, nur 40 Stunden nach ihrer überstürzten Hochzeit. Göring wurde am 5. Mai von einer vorbeikommenden Luftwaffeeinheit befreit und bemühte sich, die amerikanischen Frontlinien zu erreichen, um sich ihnen zu ergeben und nicht den Sowjets in die Hände zu fallen. Er wurde am 6. Mai nahe Rastatt von Mitgliedern der 36. US-Infanteriedivision in Gewahrsam genommen. Das rettete Göring vermutlich das Leben, da der persönliche Sekretär Hitlers, Martin Bormann, die Hinrichtung von Göring und seiner Familie befohlen hatte, sollte Berlin fallen. Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945. Zwischen dem 20. November 1945 und dem 1. Oktober 1946 wurde Hermann Göring bei den Nürnberger Prozessen angeklagt. Diese wurden gegen Vertreter des besiegten NS-Deutschlands abgehalten. Göring wurde wegen Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. In Emmys Augen jedoch war Hermann die Verkörperung des Edelmuts.
Sie erachtete sein Auftreten bei den Nürnberger Prozessen als beispielhaft und ging sogar auf andere Angeklagte zu und sagte zu ihnen: Wenn wenigstens einer von euch sich wie ein Mann benehmen würde, sich hinstellen und sagen, ja, ich habe den Führer unterstützt und so stehe ich vor euch, behandelt mich, wie ihr wollt. Es ist eine Schande, wie viele Deutsche sich jetzt an die Brust klammern und behaupten, sie hätten Hitler niemals unterstützt und sie wären in die Partei gezwungen worden. Das ist pure Heuchelei, das ist widerlich. Mir ist jetzt klar, dass Hitler, als er sah, wie viele ihm den Rücken zuwenden, versuchten, ihre Verbindungen mit ihm zu verbergen und die Sieger fürchteten, entschied, dass er Haltung zeigen müsste. Nichtsdestotrotz wurde Hermann Göring der Kriegsverbrechen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Aber am 15. Oktober 1946, in der Nacht vor seiner geplanten Hinrichtung, nahm er sich das Leben, indem er eine Zyankali-Kapsel schluckte. Emmy erging es kaum besser. Bei Kriegsende wurde sie gemeinsam mit ihrer 7-jährigen Tochter Edda von den Amerikanern verhaftet und sie wurden in der Burg Feldenstein untergebracht, die Hermann Göring 1939 erstanden hatte. Das war allerdings die letzte Erinnerung an die alte Pracht. In dieser edlen Umgebung standen ihr sogar ein Koch und ein Kindermädchen zur Verfügung. Sie blieben dort von Oktober 1945 bis Februar 1948, als Emmy entlassen wurde. Zu der Zeit, als ihr Ehemann im Oktober 1946 in Nürnberg starb, waren Emmy und ihre Tochter Edda auf eine Hütte mit 2 Räumen verkleinert. Es gab kein fließendes Wasser, keine Toilette oder Elektrizität und Emmy, die einst die größte Garderobe Europas besaß und deren Ballkleider allein mehrere Kleiderschränke einnahmen, besaß nun nur mehr 2 Kleider. 1947 wurde Emmy erneut verhaftet. Das deutsche Entnazifizierungsgericht stufte sie als aktive Nationalsozialistin ein und verurteilte sie zu 1 Jahr Arbeitslager. Während ihrer Zeit in verschiedenen Internierungslagern litt sie unter Ischialgie und war beinahe die ganze Zeit ans Bett gefesselt. Sie stand ständig in Konflikt mit der Lagerleitung, weil sie Bilder ihres geliebten Ehemannes aufstellte. Als sie entlassen wurde, wurde 30% ihres Besitzes konfisziert und ihr wurde ein 5-jähriges Auftrittsverbot erteilt. Am Ende lebte Emmy Göring in einer sehr kleinen Wohnung in einem Haus in München, wo sie den Rest ihres Lebens blieb. 1949 hatte sie rechtliche Probleme wegen einiger Wertgegenstände und sie erklärte über viele davon, dass sie Edda gehörten, die zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt war. 1958 verkaufte sie ihr Ferienhaus in Wenningstedt auf Sylt, das sie 1935 gebaut hatte und was ihr nach dem Krieg zurückgegeben wurde. 1967 veröffentlichte sie das Buch »An der Seite meines Mannes«, das auf Englisch unter dem Titel »My Life with Göring« erschien, in dem sie ihre Rolle an der Seite von Hermann Göring romantisierte und entpolitisierte. In ihren letzten Jahren litt sie wieder an Ischialgie. Als sie am 8. Juni 1973 in einem Münchner Krankenhaus starb, war sie 80 Jahre alt. Was ihre Tochter Edda betraf, wurden die wertvollen Geschenke, die sie als Kind erhalten hatte, darunter das Gemälde »Madonna mit Kind« von Lukas Cranach, dem Älteren, Teil von langen Rechtsstreitigkeiten. Die meisten verlor sie schließlich 1968. Einige Jahre lang machte sie öffentliche Auftritte, besuchte Gedenkorte der Nazis und nahm an politischen Veranstaltungen teil. Später zog sie sich immer mehr zurück und kommentierte niemals die Rolle ihres Vaters im Dritten Reich oder dem Holocaust. Emmy kritisierte ihren Ehemann ebenfalls nie. Während sie über Hitler später sagte, er sei, Zitat, geisteskrank, hatte sie über ihren kriminellen Ehemann eine völlig andere Meinung, an den sie sich wie folgt erinnerte. Gott, wie anders das Schicksal Deutschlands verlaufen wäre, wenn er vor dem Krieg der Führer geworden wäre. Es hätte gar keinen Krieg gegeben. Es hätte auch keine Verfolgung gegeben. Sie kennen meinen Ehemann, er war keine hasserfüllte Person. Er lebte und ließ andere leben. Dies war ihre Meinung über einen Mann, der Juden verfolgte und der Planer und Hauptantreiber der militärischen und diplomatischen Vorbereitungen des Zweiten Weltkriegs war. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast.
Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.